Weh, sie sind zurück, die dunklen Horden. Doch dieses Mal werden sie nicht von hinnen scheiden, es sei denn, sie fanden, was sie begehren. Vor grauen Jahren schon stand ein mächtiges Königreich unter ihrem dräuenden Schatten. Das alte Reich des weisen Königs Cheron. Wohl gelang es ihm noch mit knapper Not, Dario, seinen kleinen Sohn und dessen Mutter zur Flucht zu verhelfen. Er selbst aber blieb zurück, sein Volk zu schützen. Doch auch er konnte sich der dunklen Armee nicht erwehren, welche die Burg erstürmte und keiner ihrer Bewohner, so heißt es, verließ sie lebend. Da dies geschehen, zersplitterte das einst so stolze Reich in 8 Fürstentümer und nur die Trümmer der Burg ließen an vergangenen Glanz gemahnen. Dario hatte mit Erik eine große Unterstützung hinzugewonnen. Seit dessen Eintreffen in Richwood stand der Freund aus Kindergarten ihm fortan zur Seite. Aus Kindertagen meine ich natürlich. Erik konnte seinem Freund den schnellsten Weg nach Crawford durch den Sumpf weisen. In der Stadt hielt sich auch Darios Onkel und Vormund Helias auf. Der mächtige Kirchenmann Helias wusste gewiss so manches, was die Angriffe auf die umliegenden Dörfer betraf. Und warum diese schwarzen Ritter auf der Suche nach einem Knaben mit einem Amulett waren, das jenem glich, das Dario von seiner Mutter am Sterbebett erhalten hatte. Doch das war, was war das? Schon von weitem stieß den Freunden ein beißender Geruch in die Nase. Crawford schien in Gefahr zu sein. Nicht nur kleinere Dörfer schienen den Angriffen ausgesetzt, auch große Städte wie Crawford blieben offenkundig nicht verschont, trotz eines mächtigen Regenten. Trotz der widrigen Umstände war die Wiedersehensfreude zwischen Dario und Helias groß. Der Geistliche hatte bereits Crawford Unterstützung geleistet. Er wirkte vermittelnd zwischen der geteilten Stadt. Die weltliche Oberhand hatte Regent Dofbar inne, die Geistliche der Bischof von Crawford. Vor grauen Jahren trat Helias in den geistlichen Stand und überließ den Thron des Alten Reiches seinem jüngeren Bruder Cheron, Darios Vater. Oh, das schaut doch ziemlich alt aus. Fortan wirkte er nur noch vermittelnd. Trotz alledem blieb er ein wirkmächtiger Mann, der unerkannt so manches fügte und überall Verbindungen pflegte. Sein Wunsch war es, das Alte Reich neu erstehen zu lassen, wenn die Zeit dafür gekommen war. Erik, gut, dich wieder hier zu haben. Dario, der Tod deiner Mutter betrübt mich sehr. Umso mehr gilt es, diesen Angriffen ein Ende zu setzen. Die schwarzen Ritter haben rings um Crawford Stellung bezogen. Die Stadt liegt zwar auf einem Hügel, besitzt aber keine Mauern zur Verteidigung. Fresh H. Fresh H. Die Siedlung im Süden haben die Angreifer bereits komplett zerstört. Ihr habt es bei eurer Ankunft bestimmt gesehen. Im Westen haben sie Crawford von den Eisenminen abgeschnitten. Ihre Angriffe erstrecken sich sogar bis zu den Eisenvorkommen in den Bergen westlich der Sümpfe. Eine brenzlige Situation. Damit ist die Stadt empfindlich geschwächt. Ohne Eisen können wir nicht genug Soldaten mit Waffen ausrüsten, um die Stadt zu verteidigen. Wir können sie aufhalten, wenn wir am westlichen Zugang zur Stadt zwei Ballistertürme bauen. Diese Türme, die eigenständig auf nahende Feinde schießen, sind ein Wunderwerk der Technik. Dario Erik übernimmt diese Aufgabe und das Volk von Crawford wird es euch ewig danken. In der Siedlung im Süden könnt ihr eure Basis aufschlagen. Dort konnte ein kleiner Bergfried den Angriffen standhalten.
Baut dort rasch eine gut funktionierende Siedlung auf. Ihr werdet sie brauchen, wenn wir die Belagerung Crawfords aufheben wollen. Und sorgt euch nicht um die brennenden Ruinen. Die werden bald von allein einstürzen. Missionsziele. Errichtet eure Siedlung südlich von Crawford. Baut an der angegebenen Stelle zwei Ballistertürme. Alles klar. Alles klar, Opa. Ja, das dauert immer so lange, ne? So, also, wo haben wir jetzt hier unsere Helden? Gehen die da jetzt ganz normal lang? Okay. Ist schon total wie... Irgendwie habe ich immer so kleine Lecks zwischendurch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist schon total ewig her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich bin auch ein bisschen verschnupft. Bei uns liegt bestimmt 20 cm Schnee oder so. Ist eigentlich total schön. Und dann habe ich mir heute gedacht, machen wir hier einfach mal weiter mit, na, ihr seht ja was. Und irgendwie ist irgendwas nicht in Ordnung. Ah ja, ist wohl in Ordnung. Okay, ich habe nur Quatsch erzählt. Ich mache erstmal 1000 Leibeigene hier. Die können erstmal ein paar Sachen bauen. Warte mal, wir haben ja noch gar nichts, ne? Aber eine Hochschule ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Jupp. So. Jupp. So. Die hier können vielleicht mal ein bisschen die Gegend erkunden. Der Dario... Ja. Schicken wir hier durch die Gegend. Der Erik hier, das ist unser neuer Held. Episch. Ach, den habe ich ja schon gezeigt, glaube ich, ne? In der letzten Folge. Ach, das ist schon so lange her. Ich habe wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken, wann ich angefangen habe. Ich hoffe, dass die Folge nicht zu lang oder nicht zu kurz wird, aber ich mache einfach so im Gefühl. Ich mache es so nach Gefühl. Oh, Lehmine, Steinmine, ist das super, super klasse. Der Vorteil am David ist ja... Am Dario ist ja, dass der immer so blau leuchtet. Warte mal, warum hat denn der hier so blau geleuchtet? Da ist ja gar nichts. Vielleicht sind sie dahinter oder so, ne? Könnte ich mir vorstellen. Egal. Stein und Lehm, das ist schon mal klasse. Ja, dann können die Leibeigenen das auch direkt machen. Ihr seid ja jetzt hier fertig. Oh, das könnte jetzt hier die Lehmbiete machen, so. Ja, da seht ihr schon wieder. Sind ein bisschen faul manchmal. Dann kümmert ihr euch halt... Oh, hier sind ja zwei sogar. Oha. Oha. Ja, dann geht er trotzdem erstmal auf die Steinmine. Ist auch sehr wichtig. Und ich mache nochmal drei Leibeigene. Ihr habt nicht genügend Taler. Das hier ist wichtig, aber kein Geld. Alchemie brauche ich eigentlich kein Schwein. Oder sollen wir es trotzdem machen? Egal. Nee, ich mache jetzt mal Construction. Construction. Die du machst hier in den Leib... Ja, dann gehst du halt Lehm kloppen mit den bloßen Händen. Aber die haben wahrscheinlich immer eine Spitzhacke dabei, zufällig. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Warte, die bauen jetzt noch kein Haus, weil es verbraucht wieder Lehm. Deswegen sollen die hier mal mithacken. Ja, ich weiß es. Es gibt noch obdachlose Siedler. Das gehört? Nochmal. Jetzt. Nein. Oh, klingt so episch, ne? Baba. Baba. Ich hab getan, was ihr wolltet. 200 brauche ich dafür. Könnt ihr auch nochmal mithelfen hier? Dann geht das hoffentlich ganz schnell. So, unsere... Ich will ihn immer nicht unterbrechen, ne? Ja. Ja, kommt noch. Hab mal ein bisschen Geduld und spucke. Also wir müssen hier auf jeden Fall zwei Ballistertürme bauen, um die Angriffe der feindlichen schwarzen Ritter abzuwehren. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwie ein Zeitlimit dafür haben. Warte mal, was steht hier? Aufträge. Baut im Westen der Stadt zwei Ballistertürme. Scheint so, als hätten wir da unbegrenzt für Zeit. Ist ja auch egal. Wir müssen hier zwei Türme hinbauen. Das kriegen wir, glaube ich, relativ schnell hin. Hier ist Crawford und unser Onkel Helias, der voll im Feuer steht und nicht anfängt zu brennen. Aber es ist ja auch eigentlich total scheißegal. Schatzmeister, Schmied und irgendwelche zwei Wachen. Der Helias ist voll der... wie heißen die Dinger? Fuck hier, ne? Voll der Fuck hier, der kann über glühende Kohlen laufen. Hier gibt es eine richtig schicke Burg in Crawford. Also solche Sachen kann man nicht selber bauen, das ist halt, obwohl den Boden kann man, glaube ich, bauen, ne? Das ist halt so eine Art, ja, von der Kampagne halt, ne? Gut, und wir haben jetzt eine komplett neue Mission. Oha, so viel Lehm schon, damit das wird locker reichen hier. Und ihr könnt jetzt mal... Nee. Einer kann noch hier bleiben, ne? Einer klopft dort auch noch mit. Ach, scheißegal. So, ihr könnt jetzt Holz hackern ein bisschen. Und ihr könnt vielleicht noch hier helfen. Ja, einer. Ja, also nicht wundern, wenn ich manchmal so die Nase so ein bisschen hochziehe. Ist halt, kann ich auch nichts für. Ist
ja cool. Dann könnt ihr jetzt auch direkt die Papa Häuser bauen und sowas. Das ist meine Bauleib eigentlich, das ist meine Bautruppe. Weil, wie gesagt, das immer sehr wichtig ist. Es gibt zu wenig Betten. Ah, es war wieder Holz. Ja, ich kümmere mich ja schon drum. Junge. So, ihr könnt jetzt auch mal... Ah, hier ist ein Typ. Ja, das mit dem Rumlaufen hat es nicht so gebracht, ne? Ja, Milord. Warum sagt er nicht Mylord? Er sagt Milord. Ja, vielleicht ist es irgendwie altgermanisch. So, da spricht man hier mit dem Kanonengießer, der anscheinend keine Gießerei mehr hat. Und der Erik läuft ja auch gerade zufällig lang. Ja, boah, ey, du kannst auch nerven. Nee, soll auch mal Holz hacken. Wusstet ihr schon, dass sich südlich von hier ein Siedlungsplatz befindet? Er liegt sehr abgelegen und ist deswegen von den Belagerern bisher verschont geblieben. Nettes Örtchen. Solltet ihr mal besuchen. Und dann haben wir den eigentlich was Ohr gehauen. Und er. Dachchef. Oh, jetzt pisst es hier in Strömen, genau wie in Minecraft. Das ist echt eine Plage. Gott sei Dank sind wir in echt davon im Moment verschont. Da die Temperaturen unter Null liegen. Sollen wir uns mal nach dem Siedlungsplatz umgucken? Ich weiß nicht genau. Ich traue mich irgendwie nicht. Und was ist das hier? Eine Schwefelmine? Oder eine Eisenmine vielleicht sogar. Ne, ist eine Schwefel. Ja, die Eisenmine ist ja da unten und wird irgendwie bewacht, ne? Also um die Eisenmine müssen wir uns auch kümmern. Am besten ein paar Soldaten so schnell wie möglich machen und dahin schicken. Ja. An irgendjemanden erinnert er mich immer. Ist hier noch eine Steinmine? Das ist der einzige Vorteil am Regen, dass man immer so ein bisschen weiter gucken kann. Man sieht so die Konturen von der Landschaft. Oh, hier ist auch eine Mine. Hier ist richtig viel Zeug anscheinend. Ist auch noch eine Mine. Meine Fresse. Es scheint eine richtig gut ressourcenhafte Karte zu sein. Und was laberte er nochmal vom Siedlungsplatz? Oh scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung der gesagt hat. Südlich, östlich, irgendwie sowas, ne? Ich schicke den mal hier hin. Das sieht hier so ein bisschen Feld und so. Obwohl, nee, ich glaube, das gehört zu Crawford, ne? Können die mir vorstellen. Oh ja, hier ist eine Steinmine, krass. Ja, das war mein Instinkt. Ich habe das gespürt. Sofort. So soll es sein. Ist echt geil. So. Wehrpflicht. Dass schnell Soldaten machen können. Ach, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Das ist so genial. Ja, dann baut man hier einen Bauernhof hin. Hier ist noch ein Typ, den ich was fragen kann. Ein Händler. Seid mir gegrüßt, euer Hochwohlgeboren. Ich bin auf der Suche nach guten, haltbaren Steinen. Habt ihr? Wollt ihr mir welche verkaufen? Ich zahle gut. Boah, ich habe jetzt keine dabei, aber ich kann dir mal welche rüberwachsen lassen, wenn du das unbedingt willst. Ja, ja. Ein Reh. Nee, ein Hirsch ist das, ne? Kann ich den abknallen? Nee. Abknallen. Immer alles töten. Und wenn man hier so über die Berge hopst, dann kann man auch manchmal so ein bisschen was erkennen. Krass. Das heißt, der Bauer ist fertig, der Erste. Dann können wir hier nochmal ein paar mehr. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Weil mehr Bauernhöfe ist mehr Kohle, ne? Ach, hier ist Sumpf, okay. Ohne Truhe, geil. Ja, natürlich. Hä, warum sind die hier schon alles erforscht? Sind wir hergekommen, oder was? Geil. Also es wurde was erforscht, heißt, wir können jetzt eine Kaserne bauen, genau. Ach, dafür musst du das ausbauen hier, ne? Ne, haben sie aber gerade nicht. Aber eine Kaserne kann ich schon mal bauen, wenn ich genug Holz hätte. Das heißt, ihr helft am besten mal mit hier. Kann ich jetzt Feierabend? Nee. Eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Oha. Mehr Bauern, oha. Um all eure Siedler. Jetzt zeige ich euch mal, was der Erik kann. Der macht hier so einmal so... Einer eurer Helden. Warte, ich warte auf den richtigen Moment. So. Vorsicht, Kameraden! Boah, dann sterben gleich mehrere. Leider war nichts drin, nee, dann hau ich wieder ab. Also, wenn ich schon eine Schatztruhe finde und dafür angegriffen werde, dann soll da auch was drin sein. Wenn da nichts drin ist, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu kämpfen. Das sind anscheinend die, die uns unsere Eisenmine streitig machen wollen. Oh, verfolgen die mich jetzt? Oh, scheiße.
Dario, hilf mir! Los! Ich bin's doch nur, die Angie! Ah, jetzt hauen sie wieder ab. Feigling. Warte, da war nämlich noch so ein Typ, mit dem man reden kann. Ein Siedler. Verstehst du? Ihr wollt in den Sümpfe? In die Sümpfe? Ist aber nicht ganz ungefährlich, wird er her. Da treiben sich viele Räuber rum. Vor allem da hinten im Steinhoch habe ich vor kurzem welche gesehen. Wo der ist? Na, immer nach Westen halten. Ja, du Schlaukopf, ich habe die Räuber auch schon gesehen. Okay, also man sollte angeblich... Okay, ja, ich habe halt zuerst die Truhe gesehen und dachte dann, Geld, ne, Dollarzeichen in den Augen und so. Ja, gut, oh, danke für die Info. Oh, ich glaube, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Aber hier unten waren auch noch ganz eine Menge Minen, ne? Hab ich doch im Regen gesehen. Genau, hier war noch was. Ja, dann schnappen wir uns, glaube ich, die Steinmine auf jeden Fall noch. Die haben hier auch gar nichts zu tun. Die können eigentlich noch ein Häuschen bauen, aber ist mir jetzt egal. Brauchen wir eine Steinmine lieber. Weil Stein können wir gut gebrauchen für unsere Türmchen. Ich schicke die mal hier hin. Ich habe noch nicht genug Lehm. So. Du Dario. Ach, der ist auch hier hingegangen. Oh, dafür brauchen wir auch noch mehr Lärm. Aber die müssten jetzt auf jeden Fall besser arbeiten, weil ich hier so Häuschen hingestellt habe. Vielleicht sollt ihr hier auch zu der auch nochmal ein Häuschen bauen. Aber dann verliere ich ja wieder Lehm. Das ist immer die Frage, für was man jetzt seine Ressourcen ausgibt, ne? Nachhaltigkeit oder schnelles Wachstum? Aber kurzfristiges. Ja, ich bin wirklich sehr hungrig. Bitte für mehr Bauern. Ja, ja, ja. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten? Nö. Guck mal, die bauen. Oh, die zeichnen eine Pistole an die Tafel. Oder? Ich bin wirklich sehr hungrig. Ich bin wirklich sehr hungrig. Guck mal, die arbeiten auch kaum, diese Zahnräder da. Ich bin wirklich sehr hungrig. Ja, das ist ja schön für dich. Meine Fräse. Guck mal hier bei unseren motivierten Arbeitern. Ja, die arbeiten schon viel besser, seht ihr? Ich habe nämlich keins. Hä? Du hast keins? Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich frag mich, wie die auf diese schwule Stimme gekommen sind. Ich check's echt nicht. Ja, die Wohnhäuser sind voll, das ist klar. Ah, und hier sind jetzt die Gelehrten reingegangen, oder was? Ihr müsst noch warten hier. Ich baue euch auch noch was dahin. Scheiße, jetzt habe ich wieder kein Lehm mehr. Egal, also mit der Zeit wird unsere Ressourcen werden schneller wachsen dadurch. Ich mache mal noch ein paar Leib ein. Die können dann wenigstens mir ein bisschen helfen beim Lehmhacken. Der Dario kann leider nicht Lehmhacken. Der ist wieder zu fein, um die Hände schmutzig zu machen, ne? Du Homo-Fürst. Oder Homo-Prinz. Der Sohn vom König. Den darf man nicht beleidigen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich liebe die Stimme. Also nicht, ich liebe die nicht. Ich finde die toll, meine ich natürlich. So, hier kann ich wieder nichts hinbauen. Ist in Ordnung. Es ist Zahltag. Es ist Zahltag. So. Wenn ich das richtig im Gefühl habe, ist es jetzt auch langsam so weit mit der... Ah, warte, kann man nicht irgendwie die Uhr einblenden? Haha! Okay, das zeigt uns an, dass wir schon länger als eine Viertelstunde spielen. Das heißt, es ist perfekt und das werde ich jetzt fortan für meine Folgen verwenden. Das ist doch genial. Das ist doch genial. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, das war's mit der 6. Folge. Und so, sagen wir mal, bis nächste Mal. Tschüss.